Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. 50 Jahre Mondlandung, das wollten wir doch zum Anlass nehmen, um unseren Trabanten ein bisschen näher vorzustellen. Und dazu gibt es heute einen sehr interessanten Vortrag von Hans-Joachim Blome. Er ist eigentlich theoretischer Physiker an der Hochschule Aachen, hat sich aber immer mehr zum Experten für Raumfahrttechnik herauskristallisiert. Blickt auch auf eine lange Tradition zurück am DLR, wo wir heute wieder für Sie aufzeichnen, am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und sein Thema ist dann doch ein bisschen theoretischer, der Mond als Testbett für die allgemeine Relativitätstheorie, also auf Neudeutsch, gut Deutsch, würde ich doch mal sagen, als Prüfstand für die allgemeine Relativitätstheorie. Viel Vergnügen. Das Ganze ist möglich, was ich Ihnen heute vortrage, weil wir mathematische Naturgesetze haben. Und mathematische Naturgesetze sind wie ein Licht am dunklen Ort. Das, was man im Halbdunkel sieht beim Mondaufgang, wird eigentlich erst verständlich durch ein ganz anderes Licht, womit man dann das Licht der Nacht, der Sterne, des Tages, der Sonne sich klar machen kann. Albert Einstein hat das mal verschärft zu der Formulierung: Im Prinzip können wir mit unseren Sinnen was wahrnehmen, aber eigentlich entscheidet erst die Theorie, was in der Welt alles existiert. Was wir sehen, sind Vordergrundaspekte. Ob das bei der Bewegung des Mondes ist oder wenn Sie über eine Tischplatte streichen, würden Sie ja nie auf die Idee kommen, dass die aus vielen, vielen Atomen und Elektronen besteht. Das sagt Ihnen erst die Theorie. Also schätzen wir die Theorie und lassen Sie auch hin und wieder zu Wort kommen. Zunächst mal habe ich mir gedacht, da so viel über den Mond erzählt worden ist in geschichtlicher Perspektive und dann auch in der aktuellen Perspektive von Vorwert, ein paar Daten. Erde und Mond. Der Erdmond ist nicht der größte Mond im Sonnensystem. Dieses Privileg hat der Saturnmond Titan und Ganymed ist meines Wissens noch eine Idee größer. Aber trotzdem ist das Massenverhältnis von Erde und Mond ein besonderes. Die Erde hat gerade mal 81 mal mehr Masse als der Mond. Man könnte auch, und da sprechen auch manche Kollegen manchmal in Anführungsstrichen, sagen, dies ist ein Doppelplanet, Mond und die Erde. Die Erde hat 12.000 Kilometer Durchmesser, der Mond 3.476. Die Masse der Erde ist, ich sagte schon, ungefähr 81 bis 82 Mal der Mondmasse. Sie haben auf der Erde eine Kraft, mit der man angezogen wird, von 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist die schwere Beschleunigung. Wem das nicht sagt, sagt vielleicht der Vergleich etwas. Auf dem Mond sind es 1,62 Meter pro Sekunde Quadrat und das ist gut so, weil wenn das nicht so klein wäre, hätten die Apollo-Astronauten gar keine Chance gehabt, vom Mond wieder zurückzukommen mit der damaligen Triebwerkstechnologie. Das ist wenig, 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, aber genug, um sich die Knochen und anderes zu brechen, wenn man fällt oder einem etwas auf den Kopf fällt. Der Mond hier aus 6 Millionen Kilometer Entfernung aufgenommen von der ehemaligen Raumsonde Galileo, das war im Dezember 1990, also schon fast ein historisches Bild. Vorne natürlich die Erde, der blaue Planet mit seiner Atmosphäre und seinen Ozeanen. Erde und Mond sind zunächst mal geometrisch auf der einen Seite nah, auf der anderen Seite fern. Es sind 384.000 Kilometer, das Licht braucht auf einer Distanz etwa eine Sekunde. Aber trotzdem bewegt sich der Mond noch in einer Sphäre, die von der Erde erzeugt wird, von der sogenannten Geokorona. Und dies ist ein Bild und eine Analyse der Raumsonde SOHO. Der Mond ist eingehüllt übrigens auch von dem sogenannten Sonnenwind. Das ist Teilchenstrahlung, die von der Sonne weggeht. Die wird durch das Magnetfeld der Erde etwas abgelenkt. Da gibt einen ganz großen, langen Plasmaschweif und Sie sehen, der Mond bewegt sich bei jedem Lauf um die Erde durch diesen Plasmaschweif hindurch. Das heißt, Erde und Mond haben so dieselbe ökologische Sphäre um sich, könnte man fast sagen. Darin liegen Chancen und auch Schwierigkeiten. Der Mond ist fast so alt wie die Planeten, etwas jünger. Die Vorstellung ist, dass das Planetensystem entstanden ist aus einer kollabierenden Wolke unter dem Einfluss der Schwerkraft. Diese Wolke hat etwas rotiert, dadurch flachte sie so zu einer Scheibe ab. Die zentrale Verdichtung, die sich später zur Sonne entwickelte, kontrahierte sehr viel schneller und aus dem Schutt, der übrig geblieben ist, bildeten sie sich dann später auf komplexe und komplizierte Art und Weise die Planeten. Das ist auch schon mal hier alles thematisiert worden, darum lasse ich das mal weg. Und die Frage ist, wie kommen nun die Planeten zu ihren Monden oder wie ist der Erdmond entstanden? Es gab in der
seit 19. Jahrhundert eine ganze Reihe von Theorien. Es war die Meinung, die Erde hat einen anderen Körper, der in dieser Scheibe, dieser zirkumstellaren Scheibe um die Sonne entstanden ist, einen anderen Körper eingefangen. Ist unwahrscheinlich, aber möglich. Andere Theorien sprachen, dass der Mond aufgrund der Tatsache, dass die Erde möglicherweise sehr schnell rotiert hat, abgespalten worden ist von der Erde. Kann sein, stimmt aber nicht so gut mit der Chemie, die man von Mond und Erde kennt, überein. Manche meinen, beide sind entstanden so auf unabhängige Art und Weise, kann sein, hat aber nicht so viel Wahrscheinlichkeit, aber ist immerhin eine Denkmöglichkeit. Das, was heute am ehesten diskutiert und akzeptiert wird, dass in einer sehr frühen Phase die Erde getroffen worden ist von einem anderen, schon etwas fertigeren Körper. Dabei ist ein großer Teil der Erde abgesprengt worden, also von dem damaligen Erdmantel. Und aus diesen Trümmern hat sich dann der Mond gebildet. Dies ist eine interessante Theorie, dies ist auch nicht unwahrscheinlich angesichts der Dinge, die so in dieser Scheibe, die Sie gesehen haben, herumfliegen und die sich da gebildet haben. Aber dafür müsste man etwas mehr intensiver auf dem Mond noch die Chemie und auch die Geologie des Mondes erforschen. Und dafür sollte man auch durchaus ein wenig investieren. Ja, warum und was ist interessant am Mond? Ich habe einen Punkt genannt, die Erforschung des Mondes, um seinen Aufbau und seine Entstehung und seine Chemie zu verstehen und vielleicht das, was man weiß, besser zu begründen. Damit haben wir angefangen mit den Apollo-Missionen, insbesondere mit den letzten drei Apollo-Missionen, wo eben bei der allerletzten auch ein ausgebildeter Geologe mit an Bord war. Wir haben die Chance, auf dem Mond Wissenschaft zu treiben. Damit haben wir auch schon mit Apollo 11 angefangen. Es wird immer mal wieder diskutiert, auf dem Mond auch astronomische Observatorien zu errichten. Insbesondere auf der mondabgewandten Seite wäre das für die Radioastronomie ein sehr guter Standplatz. Vielleicht zelebrieren wir das ja dann 2069 zum 100. Jahrestag der Apollo 11-Landung. Man kann aber auch auf dem Mond was anderes treiben, also zum Beispiel eine Forschungsstation errichten, um etwas zu lernen, wie Chemie oder Biologie unter verringerter Schwerkraft eigentlich abläuft, ob das ähnlich ist oder ob das auch andere Mechanismen zulässt. Das heißt, das, was wir bräuchten, das, was wir brauchen, ist kein Weltraumtouristik, womit wir solche taugenichtse Multimilliardäre und Oligarchen um den Mond schicken. Was wir bräuchten, wäre eine Forschungsstation nach dem Vorbild Neumeier in der Antarktis, zeitweise von Astronauten mit wissenschaftlicher Ausbildung besucht, um Wissenschaft zu treiben. Das brauchen wir. Wissenschaft mit dem Mond, das ist das Thema dieses Vortrages eigentlich. Wissenschaft mit dem Mond hat man schon sehr früh gemacht, das fing schon mit Newton an, darauf komme ich auch gleich. Aber im engeren Sinne hat man vor 100 Jahren den Mond benutzt als ein Objekt, was die Sonne verfinstert. Nein, wir haben das nicht benutzt, das hat uns die Natur frei Haus geliefert. Der Mond ist gerade so weit weg, dass er die Sonnenscheibe abdeckt. Und dann werden halt Sterne sichtbar, die halt am Taghimmel sonst nicht sichtbar wären. Und durch Vergleich mit diesem Himmel, wie er ein halbes Jahr vorher aussieht, wenn es halt Nacht ist und die Sonne nicht scheint, kann man dann eine Voraussetzung der allgemeinen Relativitätstheorie testen. Sie sehen, der Mond ist seit 1919 ein Testbett, schreckliches Wort, Prüfstand auf Deutsch ist noch viel schrecklicher. Also nehmen wir den Mond als eine natürliche Raumsonde, um die Raumzeitgeometrie auszuloten. Das ist eigentlich das, was der harte Kern meines Vortrags ist, aber ich denke, es ist gut, dass wir erstmal ein paar Vokabeln auch klären, damit man zu schätzen weiß, was diese Messungen eigentlich zum Gegenstand gehabt haben. Also die Vermessung der Mondbahn hat in den letzten 50 Jahren dazu beigetragen, dass wir die allgemeine Relativitätstheorie sehr viel besser validiert haben. Ich möchte aber trotzdem nochmal zurückkommen und animieren. Es ist wirklich eine ganz interessante Geschichte auf dem Mond, Biologie und Chemie zu treiben. Warum? Wir kennen heute Exoplaneten mit ganz unterschiedlicher Masse und die Frage ist, welche Wichtigkeit, welche Bedeutung hat die Schwerkraft für die Entstehung, Gestaltbildung und Funktion von Leben? Dass das nicht unwichtig ist, sehen Sie daran, dass derzeit ein DLR-Satellit aktiv ist mit einem Instrument, wo man höre und staune, die simulieren in einem Satelliten die Schwerkraft auf dem Mond. Und zwar, weil sie da Pflanzenphysiologie verstehen wollen. Da würde ich sagen, gehen wir doch gleich auf den Mond und machen das ein bisschen größer, solider und starten dafür ein Forschungsprogramm. Aber immerhin, Sie sehen die Wichtigkeit dieser Frage und da es mir immer auch am Herzen liegt, zunächst mal hier das Diagramm. Also der Mond hat etwa 0,16
also der Erdschwerkraft. Der Jupiter hat schon eine Schwerkraft, die ist erheblich größer als auf der Erde. Die Sonne hat eine Schwerkraft, die ist etwa 23 Mal so groß wie auf der Erdoberfläche. Und das ist eine ganz klare Frage, nicht? Ich meine, können Giraffen nur auf der Erde entstehen? Würden Giraffen auf einem Körper, der eine geringere Schwerkraft hat als die Erde, einen doppelten so langen Hals haben? Ja, kann man raten, schätzen, überlegen, aber im Prinzip muss man Wissenschaft treiben. Und ich nenne Ihnen mal hier drei Pioniere in Deutschland, die sich mit Gravitationsbiologie und Zoologie beschäftigt haben. Das ist Dieter Volkmann, Universität Bonn, Hinrich Rahmann, Universität Hohenheim und Herr Kollege Karl Kirsch von der Charité von der Universität in Berlin, der Humanphysiologe ist. Also es gibt genug Gründe, um auf dem Mond auch Wissenschaft zu treiben. Was ist eigentlich die Strategie, wenn man den Mond jetzt benutzt, um seine Bahn zu vermessen, um etwas zu lernen über die Schwerkraft? Das hat bereits Newton gemacht und hat sehr früh festgestellt, dass Aristoteles' Theorie der Schwerkraft falsch ist. Der Aristoteles war dem Augenschein ausgeliefert, der hat gesagt, die Erde ist das Zentrum. Dort ist der natürliche Ort, darum fällt alles nach unten. Das wurde in dem Moment obsolet, als man feststellte, der Weltraum könnte vielleicht doch unendlich sein und die Erde ist nicht das Zentrum. Also Aristoteles ist falsch, hat sich in der Erfahrung nicht bewährt. Auch in einer anderen Dimension nicht. Die Bewegungsgleichung von Aristoteles war so, ist ganz kurios. Die Ortsveränderung bedarf einer Kraft, keine Ortsveränderung. Pazifisten würden das lieben, weil damit kriegen sie keine einzige Kugel aus der Kanone raus. Es gibt schöne Bilder, mittelalterliche Holzschnitte, da haben sie eine Kanone, da kommt die Kugel vorne raus und dann plumps fällt sie der Kanone vor die Füße. Klar, weil die Kraft weg ist, der Impuls ist weg. Erst Newton hat erkannt und Galilei, dass einmal Geschwindigkeit, immer Geschwindigkeit und eine Geschwindigkeitsänderung, die kann man hervorrufen durch die Einwirkung einer Kraft. Kommen wir gleich zu. Newton Theorie der Schwerkraft im 17. Jahrhundert formuliert, hat aber, wie wir heute wissen, nur eine eingeschränkte Gültigkeit. Einstein ist das, was exakter ist. Nun will ich einfach mit dieser Folie Ihnen nur vor Augen führen, worauf man sich einlässt, wenn man einen Vortrag über den Mond und seine Bewegung hält. Der Mond ist eines der, die Mondbahn ist eine der schwierigsten Probleme der Himmelsmechanik, wo sich alle dran abgemüht haben seit Newton. Ich gehe das jetzt nicht im Einzelnen durch. Es gibt eine Zäsur zu Anfang des 20. Jahrhunderts, als mit der neuen Theorie, erweiterten Theorie der Schwerkraft von Albert Einstein, der allgemeinen Relativitätstheorie, eine neue Sicht der Dinge auftaucht und dann natürlich auch, nachdem man Apollo 11 auf dem Mond gelandet hatte, dort einen Spiegel aufstellen konnte, wo man Licht hochschickte, das wurde reflektiert, brauchte also 2 Sekunden, bis es zurückkommt. Und was macht man Lichtgeschwindigkeit mal 2 Sekunden, dividiert durch 2, dann kriegen Sie die Entfernung vom Mond. So, und wenn Sie das jetzt ganz genau machen können, dann können Sie die Illusion haben, ich vermesse die Mondbahn auf die Genauigkeit von 1 Millimeter oder ich will den Optikern hier jede Fantasie lassen, vielleicht sogar im Submillimeterbereich, wer weiß. Heute ist man im Millimeterbereich angekommen. So, darüber erzähle ich dann später was. Sie sehen, der Mond als Testobjekt für die allgemeine Relativitätstheorie wurde sofort vorgeschlagen von de Sitter, ein Jahr nach der Publikation der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein. Dann kam kurz später der Herr Lense und parallel und zusammen mit Walter Tirring in Wien haben sie ebenfalls den Einfluss der relativistischen Effekte auf die Bahn des Mondes ausgerechnet, Lense und Tirring insbesondere. Da komme ich noch drauf, welchen Einfluss hat die Rotation eines Himmelskörpers auf die Schwerkraft? Kommen wir gleich drauf zurück. Auch in Köln habe ich natürlich alle Arbeiten, die ich mit den Namen vorher auf der Folie hatte, unterschlagen, aber man muss auch mal betonen, auch in Köln wird interessante Wissenschaft gemacht. Das ist eine interessante Arbeit von Baran Mashoun und Dietmar Theiss, einem Co-Doktoranden zu meiner Zeit am Institut für Theoretische Physik. Der hat dann einige Zeit später und länger dann noch gearbeitet. Die haben dann wieder sich darum bemüht, eine relativistische Theorie der Mondbewegung aufzustellen, im Hinblick auf die Interpretation dieser Messungen, die man mit den Messungen der Ankunftszeiten der Lichtreflexe
machen kann. Da komme ich aber gleich zu. Warum macht man das überhaupt? Es ist ganz, ganz wesentlich, dass man Theorien überprüft, insbesondere die allgemeine Relativitätstheorie. Die allgemeine Relativitätstheorie ist eine Theorie der Schwerkraft. Sie verlagert die Schwerkraft in eine ganz andere Struktur, nämlich in die dynamische Krümmung von Raum und Zeit. Komme ich gleich drauf. Dies ist wichtig, um das Sonnensystem zu verstehen und auch um GPS-Navigationssatelliten betreiben zu können. Aber diese Theorien sind auch wichtig, insbesondere die allgemeine Relativitätstheorie, um das Universum zu verstehen. Ich erwähne das hier, weil mindestens schon 10-mal in Vorträgen hier auf den Folien der Satz stand: Grundlage der modernen Kosmologie sind die lokal geprüften Naturgesetze. Ne? Punkt, Punkt, Punkt. Und was bedeutet das? Heute erfahren Sie es. Sie testen die Naturgesetze hier und heute im Sonnensystem. Und wenn Sie dann überprüft haben, dass diese Theorien sich bewähren bei Messungen, dann haben Sie eine verlässliche Basis, um damit auch Kosmologie zu treiben. Und dann darf man auch Konsequenzen daraus ernst nehmen. Eine ganz wesentliche Strategie. Es ist die Forschungsstrategie. Anders läuft Forschung nicht. Die Bewährung einer Theorie durch Experiment und Beobachtung. Und dann hat man die Möglichkeit, sie auch in andere Bereiche zu extrapolieren. Und dann kommt Einstein und sagt, erst die Theorie sagt dir, was du überhaupt erwarten kannst. So eine Aussage ist Kaffeesatzleserei, solange sie nicht eine Theorie so verifiziert haben, dass sie sagen, ja, kommt aus der Theorie, die haben wir am Mond und sonst wo verifiziert, dann bin ich wohl gehalten, ja, das irgendwo auch ernst zu nehmen. Darum ist das so wichtig und darum lohnt es sich auch, Geld dafür auszugeben. Also keine Fake News. So vermeidet man Fake News, durch den Anspruch, Dinge wahrhaftig in der Empirie zu überprüfen. Die Figur der Mondbahn, gehen wir mal jetzt in das solide Grundsätzliche. Die Mondbahn ist eine Ellipse. Der Mond ist mal von der Erde weiter entfernt, 400.000 Kilometer mal näher. Eine mittlere Entfernung, 384.000 Kilometer. Der Mond bewegt sich mit etwa 1 Kilometer pro Sekunde im Durchschnitt um die Erde herum. Zum Vergleich, die Erde bewegt sich mit 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne. Und die Sonne mit ihren Planeten und Monden bewegt sich mit etwa 220 bis 230 Kilometer pro Sekunde um das galaktische Zentrum. Am Himmel ist alles in Bewegung. Wir merken davon nichts. Ist ja vielleicht auch gut so. Und außerdem rotieren wir auch natürlich noch um unsere Achse, ne? Und zwar durchaus erheblich. Ne? Also A6 kann da vielleicht gerade so mithalten in unseren Breiten. Ne? Dann ist es so, dass Erde und Mond auf einer Bahn laufen, die gegeneinander geneigt ist um etwa 5 Grad. Und was nennt man Inklination? Und die Umlaufzeit des Mondes beträgt 37,3 Tage. Die Exzentrizität 0,05 bringt zum Ausdruck, dass die Bahn halt wirklich nur schwach elliptisch ist. Ja, also wenn sie eine Exzentrizität gleich Null hätte, dann wäre es halt eine Kreisbahn. Ne? So. Aber trotzdem, Sie sehen, von wegen 0,05, den Unterschied zwischen 362.000 und 405.000. Ne? 0,05, das sind ein paar tausend Kilometer, ist schon eine Ellipse. Ne? Obwohl man es, naja, auf den ersten Blick nicht sieht. Hier nochmal, die Erde läuft um die Sonne, die Mondbahn ist gegen die Erdbahn geneigt, die Ekliptik ist die Bezeichnung für die Erdbahn, der Mond läuft hier auf die Weise rechtläufig um den Planeten Erde, der natürlich rotiert, auch der Mond rotiert, kommen wir gleich zu. Es ist alles in Bewegung und ich sage jetzt schon, alles ist schief, ne? Fängt hier schon an, 5 Grad, 5,1 Grad. So, wie sieht das von der Erde aus, nicht? Wenn man halt beim Schwarzen Adler sitzt, nicht, und sein Weinchen trinkt, dann geht der Mond im Osten auf, nicht, wie alle Sterne. Und wenn man halt mehrere Abend im Schwarzen Adler sitzt, ja, und es war jeden Abend klar, dann wundert man sich vielleicht, der Mond steht ja irgendwo, ja, der verspätet sich. Und wie steht er überhaupt zu diesem und anderen Stern? Der stand doch vor 3 Tagen noch irgendwie anders. Ja, weil der Mond eine Eigenbewegung hat. Er wandert 13 Grad nach Ost pro Tag. Ja? Also er wandert dorthin, wo er scheinbar aufgeht. Das ist einfach die Widerspiegelung der Eigenbewegung des Mondes. Die Tatsache, dass der Mond im Osten aufgeht und im Westen unter ist, eine Widerspiegelung der Rotation der Erde. Und dann zeigt er uns immer das gleiche Gesicht. Nur noch mal diese beiden Begriffe. Es gibt den siderischen Monat mit 27,3 Tagen. Ein Monat ist definiert als ein Mondumlauf. Dann hat der Mond bezogen auf einen entfernten Fixstern, der die gleiche Position in seiner Bahn erreicht. Damit er aber sozusagen in Bezug auf die Sonne, also auch in Bezug auf seine Lichtphasen, den gleiche Erscheinung hat, muss er noch ein wenig mehr laufen scheinbar. Und dieses nennt man den sogenannten synodischen Monat. Also zusammengefasst. Der Mond läuft in 27,3 Tagen um die Erde.
Der synodische Monat mit 29,5 Tagen kommt dadurch zustande, dass die Erde mit dem Mond um die Sonne läuft. Und um Bezug auf die Sonne sozusagen wieder die gleiche Position zu haben, muss der arme Mond noch mal 2 Tage mehr laufen. Ja? Hier nochmal. Während die Erde um die Sonne läuft, nimmt sie den Mond mit. Der Mond bewegt sich um die Erde herum und die Erde bewegt sich hier um die Sonne. Und die Sonne spielt gleich noch eine große Rolle. So, noch ein Begriff. Die Bahnebene des Mondes schneidet sozusagen die Ebene, in der die Erdbahn liegt, hier gelb und mit Ekliptik bezeichnet, unter einem Winkel von 5 Grad. Diese Schnittlinie nennt man aus historischen Gründen Knotenlinie. Wenn der Mond sozusagen hier von südlich der Ekliptik den Punkt hier erreicht, wo der Mond dann mit mal nördlich der Ekliptik steht, das nennt man den aufsteigenden Mondknoten, das liegt ja auch nahe, und das andere ist der absteigende Mondknoten. Ja? So, können wir uns das vielleicht nochmal angucken, das läuft sogar. Also hier nochmal das Zustandekommen der Ekliptik. Die Ekliptik ist einfach die Widerspiegelung der Bewegung der Erde, ist im Pfad der Sonne. Ja? So, wir meinen ja, wir stünden im Mittelpunkt und die Sonne bewegt sich um uns herum, aber das ist natürlich eine optische Täuschung, eine perspektivische. Und während die Erde um die Sonne läuft, scheint aus unserer geozentrischen Perspektive es so, als würde die Sonne unter den Sternen ihre Bahn ziehen und diese Linie nennt man Ekliptik. So, wenn man das mal weglässt, dann sieht man jetzt hier die Sonne fix und um die Sonne bewegt sich hier das System Erde-Mond. Und Sie sehen auch, wenn Sie genau hingucken, dass der Mond so etwas andere Licht- und Beleuchtungsstrukturen hat. Das hängt halt davon ab, ob er von der Sonne angestrahlt wird, wenn er der Erde und Sonne gegenübersteht oder ob er zwischen Erde und Sonne sich befindet und in der Neumondposition ist. So, nun denkt man sich, naja, die Erde bewegt sich um die Sonne und der Mond bewegt sich um die Erde, kann man alles schön entkoppeln. In Wirklichkeit, aufgrund des Massenverhältnisses, bewegt sich der Schwerpunkt des Systems Erde-Mond um die Sonne. Das müssen wir gleich beachten, aber zunächst nochmal, die Drehachse des Mondes steht nicht senkrecht auf der Mondbahn, das ist also die nächste schiefe Konstruktion. Die Mondachse ist um 6,7 Grad gegen das Lot auf die Bahnebene geneigt, also hier ist die Bahnebene des Mondes und dann kann man da die Senkrechte errichten und die Achse des Mondes, um die er sich auch dreht, ist jetzt um 6,7 Grad gegen das Lot auf der Bahnebene gekippt. Das könnte man alles in ein Bild bringen. Ich gehe auch auf dieses Bild jetzt aus Zeitgründen nicht näher ein, aber man hat ja dann immer so seine frechen Gedanken und sagt sich, naja, also ich meine, so eine schiefe Welt, zumindest sind die Nachkommastellen, hätte der alte Einstein-Sprachgebrauch ja vielleicht mal weglassen können, ne? Damit wir es einfacher haben, wenn wir Himmelsmechanik des Mondes machen wollen. Aber war vielleicht eine Provokation, dass wir unser Verstand anstrengen. Die Lichtphasen des Mondes. Ne? Leuchte, alter Mond, leuchte, schöner Text im kleinen Hevelmann von Theodor Storm. Der Mond ist nicht immer sichtbar. Mal zeigt er uns sein Gesicht in voller Beleuchtung. Dann hat man nur Halbmond und erstes Viertel. Dann nimmt der Mond wieder ab und dann sieht man ihn für ein paar Stunden oder Tage gar nicht. Und das Ganze kommt natürlich zustande durch den Umlauf des Mondes um die Sonne und dass der Mond eben zum Teil von der Erde abgeschattet wird, beziehungsweise wir ihn im Lichtschatten der Sonne große Teile nicht sehen können. Also hier ist das nochmal angedeutet, hier ist Vollmond, da wird der Mond angeleuchtet von der Sonne und bei uns ist Nacht, weil das die sonnenabgewandte Seite ist und dann haben wir Vollmond und das bahnt sich an über das erste Viertel, wenn der Mond dann hier steht, dann kommt Vollmond, dann kommt das letzte Viertel und dann haben wir Neumond und dann steht der Mond zwischen Erde und Sonne und jeder fragt sich, warum haben wir eigentlich nicht bei jedem Neumond Sonnenfinsternis? Das liegt eben an dieser Tatsache, dass die Mondbahnebene geneigt ist und wir nur dann eine Sonnenfinsternis haben, wenn der Mond ganz spät speziell steht, nämlich an einem seiner Knoten, wenn er sozusagen in der Bahnebene, die ich Ekliptik genannt habe, liege. So, der Mond zeigt uns immer das gleiche Gesicht, wie langweilig. Woran liegt das? Zufall? Kommen wir gleich drauf. Umlaufzeit des Mondes um die Erde ist gleich der Zeit für eine Mondumdrehung. Deshalb wendet der Mond uns immer die gleiche Seite, das gleiche Gesicht zu. Das nennt man in der Himmelsmechanik gebundene Rotation. Bedarf der Erklärung, es sei denn, es sagt einem einer, das ist halt so von Anfang an, war aber nicht von Anfang an so. Da muss man auch erstmal drauf kommen.
Man kann trotzdem, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, trotzdem vom Mond mehr sehen als 50%. Das liegt eben wieder an der Tatsache, dass die Neigung der Mondbahnebene gegen die Ekliptik 5 Grad ist. Außerdem bewegt sich der Mond um die Erde herum, aber nicht mit gleicher Geschwindigkeit aufgrund der elliptischen Form der Bahn, sondern mal etwas langsamer, mal etwas zügiger. Und deshalb kann man aufgrund dieser sozusagen eher perspektivischen Aspekte, die aber in der Kinematik und Geometrie von der Bahn liegen, bis mehr vom Mond sehen. Und dann gibt es noch eine parallaktische Libration, das lasse ich jetzt mal weg. Das können Sie auch beobachten, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, auch gar nicht und Profi ist, dann stellen Sie fest, dass das Mare Crisium, also dieser Krater, mal etwas randnäher ist oder mal etwas randferner ist. Und das Gleiche gilt für bestimmte Krater, die mal etwas mehr zu uns gekippt sind und mal etwas weniger von uns gekippt sind, dass man tatsächlich diese Effekte schon mit bloßem Auge sehen kann. Das sind rein geometrische Effekte, die aber im Prinzip perspektivische Effekte, die aber was mit der Bahnform und der Bahnebenenlage zu tun haben. Das Masseverhältnis Erde-Mond ist 81 zu 1, also knapp 82 kann man sagen. Deshalb liegt das Schwerezentrum, hier habe ich das nicht so genau gezeichnet, zeige ich aber gleich. Wenn Sie zwei Körper haben, dann können Sie, das weiß fast jeder, immer einen Schwerpunkt oder einen Massenmittelpunkt definieren. Je nachdem, wie nahe die sich sind und wie das Massenverhältnis sind, kann dieser Schwerpunkt sich auch mal verirren, nicht in einen Punkt auf der Verbindungslinie der beiden Körper, sondern der kann auch im Innern des anderen liegen, der etwas schwerer ist. Und so ist es bei Erde und Mond. Der Schwerpunkt des Erde-Mond-Systems liegt 1700 Kilometer tief im Erdmantel. Und die Bahn, die man betrachtet, wenn man Dynamik des Erde-Mond-Systems beschreiben will, ist zunächst mal die Bahn des Schwerpunktes, also eines mathematischen Konstruktes, könnte man sagen, mit physikalischer Bedeutung um die Sonne. Ganz wichtig. Ich komme da aber nicht auf Details her, sonst sehen die Formeln nachher so vielgestaltig und verwirrend aus, und das lasse ich dann mal weg. Aber nur, dass Sie das verstehen, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, im Prinzip, wenn man die Dynamik des Erde-Mond-Systems verstehen will, muss man zunächst mal die Bahn analysieren für den Schwerpunkt von Erde und Mond, das heißt für einen Punkt, der im Innern der Erde liegt. So, und das hat sofort Konsequenzen. Der Mond bewegt sich also nicht in Wirklichkeit um die Erde, sondern Erde und Mond bewegen sich um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. In dieser Tatsache liegt begründet, was für 80% der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ein großes Geheimnis ist. Jeder weiß, dass der Mond für die Gezeiten verantwortlich ist und die Erde so ein bisschen fluiden Teil der Erde zu sich herzieht. Und dann wundern sich alle Leute, warum ist auf der Mondabgesandtenweite auch ein Berg? Tja, der eine kommt durch die Schwerkraft und der andere kommt durch die Fliehkraft. Weil eben Erde und Mond gemeinsam hier um ihren gemeinsamen Schwerpunkt eiern. Sie können das auch, wenn man das so 2 Minuten sieht, länger hält man das nicht aus, sieht man, dass auch die Erde sich so ein bisschen bewegt, dass also nicht einfach nur diese weiße Scheibe um die Erde kreist. Das habe ich schon gesagt, der Mond übt eine Anziehungskraft auf die Erde aus, die ist auf der mondzugewandten Seite stärker als auf der mondabgewandten Seite. Und die Erde und der Mond bewegen sich aber in ihrem gemeinsamen Schwerpunkt. Das heißt, der eine Flutberg in idealisierter Beschreibung wird durch den Mond erzeugt, direkt durch die Schwerkraft. Und das andere ist die Überlagerung von der Schwerkraft des Mondes, die natürlich hier auch noch ist, und dann natürlich der Fliehkraft, die hier blau eingezeichnet ist. Ja. So läuft das. Das ist die Erklärung, dass wir 2 Gezeitenberge haben. Die Bahn von Erde und Mond um die Sonne ist im Prinzip also eine Bahn, die man zu studieren hat. Erde und Mond, der Schwerpunkt von Erde und Mond bewegt sich um die Sonne. Und in diesem System, dem Schwerpunktsystem, in dem mitbewegten System, da muss man jetzt anfangen, Physik zu betreiben und den Rest der Umwelt als Störung betrachten. Erstmal, hier fehlt natürlich, die Schwerkraft der Sonne auf den Mond ist 2,5-mal die Schwerkraft der Erde auf den Mond. Das glaubt man auch nicht. Ne? Man denkt immer, der Mond kreist um die Erde, in Anführungsstrichen, und dann ist die Erde derjenige, der da auch am meisten die Gravitation macht. Stimmt aber nicht. Bei der Gezeitenkraft, das ist der inhomogene Anteil des
Gravitationsfeld. Also Sie müssen sich immer vorstellen, ich habe eine Kugel und ich habe ein Gravitationsfeld. Und das ist dann so, dass die Kraftlinien, also die Richtung der Kraft, der Schwerkraft, zentral zum Mittelpunkt der Kugel gehen. Dann stellen Sie sich natürlich sofort vor, wenn ich eine Kugel habe und da stecke ich überall so Zahnstocher rein, dann haben die alle so eine Divergenz, also eine Neigung gegeneinander. Dieses bezeichnet man als Inhomogenität des Gravitationsfeldes. Hier im Hörsaal, in kleinen Bereichen, scheinen die Feldstärken, die Kraft der Schwere sozusagen parallel, immer senkrecht zum Fußboden zu gehen. Aber bei einem ausgedehnten Körper wie dem Mond ist das ein radialsymmetrisches Feld, so sagen wir Physiker. Und diese Inhomogenität, die ist eben verantwortlich für die Entstehung der Gezeiten. Und jetzt sehen Sie hier, die Gezeitenkraft von Sonne auf Mond ist ein Tausendstel der Gezeitenkraft von Erde auf Mond. Darum ist für die Gezeiten auf dem Mond oder auch auf die Zeiten auf der Erde die Wechselwirkung zwischen Mond und Erde das Wichtige und nicht die Sonne. Machen wir mal Entspannungsbild. Ne? Mondfinsternis über Köln. Sie sehen hier die Entwicklung der Verfinsterung des Mondes, der aber dann doch immer noch etwas an Farbigkeit, meistens rötlich, aufweist. Und Sie sehen parallel auf dem anderen Teil des Bildes eine Sonnenfinsternis, die sich anbahnt, wenn der Mond sich dann vor die Sonne schiebt. Ja, wann ist das möglich? Finsternisse sind nur möglich, wenn der Mond in der Nähe einer seiner Knoten steht, also da, wo die Bahnebene des Mondes die Erdbahnebene schneidet, weil nur dann gibt es die Chance, dass der Schatten wirklich auf die Erde fällt und nicht irgendwie oberhalb oder unterhalb oder seitlich an der Erde vorbei. Und darum gibt es nicht bei jedem Neumond Sonnenfinsternis. So, nach diesem kleinen Vorspiel mit ein paar Begriffen, aber haben schon eine substanzielle Einsicht, denke ich, gewonnen in die Bahndynamik des Mondes, ohne dass wir bislang über die Schwerkraft gesprochen haben, denn die ist eigentlich verantwortlich für die Dynamik. Wissenschaft mit dem Mond begann bereits mit Newton im 17. Jahrhundert. Newton erkannte, dass die Schwerkraft, die hier auf der Erde wirkt, dass dies die gleiche Schwerkraft ist, die den Mond auf eine Bahn um die Sonne zwingt. Das ist für uns heute eine Selbstverständlichkeit. Das war es aber zur Zeit von Newton und davor gar nicht. Da meinte man irgendwo so gleich hinter der Hochatmosphäre, da beginnen andere Gesetze und andere Sphären. Es gab dann avantgardistische Leute, die haben gesagt, naja, bis zum Mond ist die Physik gleich. Aber was hinter Mond kommt, das ist dann schon die Vorstufe und die Vorhalle zum Empyreum, zum Reich des lieben Gottes. Damit hat Newton aufgeräumt und es ist ein ganz wesentlicher Punkt mit Hilfe des Mondes. Wissenschaft mit dem Mond entschleierte die Gravitation. Der Mond verfinstert die Sonne und man konnte eine Vorhersage von Albert Einstein schon aus dem Jahre 1911 verifizieren. Das hat die Leute sehr beeindruckt und seine Kollegen haben ihm dann diesen schönen Vers gedichtet: Alle Zweifel sind entschwunden, endlich ist es nun entfunden. Das Licht, das läuft natürlich krumm, zu Einsteins allergrößtem Ruhm. Einstein erschien auf dem Titel der Berliner Illustrierten. Das war im Prinzip der Tag, wo auch Frauen auf ihn aufmerksam wurden. Mehr sage ich dazu nicht. Wurde ein bekannter, jedenfalls eine bekannte öffentliche Größe. Bis dahin hatte man gesagt, naja, was dieser Einstein da gemacht hat, das ist Mathematik, aber es hat mit Physik nichts zu tun. Ne? Die Lichtablenkung war ein ganz wesentlicher Nachweis, um die allgemeine Relativitätstheorie ernst zu nehmen. Und das setzte sich fort bis 1969, wo man dann aktiv Licht benutzt hat, um den Mond anzuschießen und das reflektierte Licht dann wieder zu registrieren und dann natürlich die Zeit, die das Licht gebraucht hat, um daraus den Abstand auszurechnen. Kurz, wie hat der Newton eigentlich herausgefunden, dass das Gesetz der Schwere auch am Mond gilt? Mond ist 384.000 Kilometer entfernt, das wusste man zu Zeiten Newtons und der Newton wusste natürlich, wie groß die Anziehungskraft, die Schwerebeschleunigung an der Erdoberfläche ist. Und dann hat er überlegt, naja gut, wie muss denn die Schwere in dem Abstand von Erde und Mond abnehmen, nach welchem Gesetz, damit ich wiederum ein Ergebnis bekomme, was mit den Beobachtungen übereinstimmt, denn man wusste ungefähr, was die sogenannte Zentripetalbeschleunigung am Mond war. Man wusste die Umlaufzeit des Mondes und man kannte etwa die Mondbahn und dann kann man seine Geschwindigkeit ausrechnen. Auf diese Art und Weise ist der Newton zu dem Gesetz gekommen, dass die Schwerkraft an der Erdoberfläche sich mit einem Faktor 1 durch Abstand zum Quadrat abschwächt und wenn man das in diese Formel einsetzt und dann die Masse der Erde und die Masse des Mondes einsetzt und dann hier noch eine Konstante einfügt, die man aus anderen Beobachtungen bekommen kann, nicht astronomischen Beobachtungen kommen kann, dann kommt man zu dem Gesetz der Schwere. Das heißt, der Mond war die Mutter, der Mond hat Pate gestanden bei der Formulierung des Gesetzes der Schwerkraft von Sir Isaac Newton, im Jahre 1687 publiziert.
Und das war im Prinzip die Vereinigung von Erd- und Himmelsmechanik. Newton hatte dann ja auch ein ganz anderes Weltbild als Aristoteles. Die Welt war ein großer Kasten mit euklidischer Geometrie ohne Wände. Und da drin gab es Sterne. Und darin gab es dann eben auch einen Stern, der Sonne heißt. Und um die Sternsonne kreist dann die Erde und um die Erde kreist der Mond. Das ist so das Weltbild von Sir Isaac Newton gewesen. Ganz wesentlich Pate gestanden hat dabei die Analyse des Erde-Mond-Systems. Nun, wenn man ein bisschen präziser über diese Dinge reden will, muss ich Sie leider bitten, Folgendes zur Kenntnis zu nehmen. Die grundlegenden Naturgesetze sind immer in einer Form formuliert, dass man sagt, eine Größe ändert sich im Laufe der Zeit. Zum Beispiel die Geschwindigkeit oder der Ort. Und diese Änderung ist bedingt durch innere oder äußere Kräfte. So, das ist das Grundmuster einer sogenannten Differentialgleichung. Jetzt können Sie sich ärgern, warum Sie in der Schule nicht aufgepasst haben in Mathematik, weil Sie immer sofort abgebaut haben, wenn Sie das Wort Differential gehört haben. Das ist alles eigentlich ganz einfach. Vielleicht ist die Vermittlung manchmal unnötig erschwert. Also eine Differentialgleichung bringt zum Ausdruck, die augenblickliche, in unserem Kontext, die augenblickliche Veränderung der Geschwindigkeit in Abhängigkeit von den Kräften. Und eine Kräfte in mathematischer Symbolik habe ich Ihnen da gerade hingeschrieben. Und das bringen Sie zusammen und dann müssen Sie noch ein bisschen Mathematik lernen. Das ist ja alles keine Hexerei. Und dann können Sie die Bahn des Mondes berechnen. Und das hat Newton gemacht. Also hier für die Kundigen der mathematischen Symbolik, die Geschwindigkeitsänderung natürlich alles eindimensional prinzipiell. Müsste man dreimal hinschreiben, hatte ich keine Lust zu. Also die Geschwindigkeitsänderung ist abhängig von der Gravitationskraft. Und dann spielt hier noch diese Masse eine Rolle, auf die wir auch noch später kommen. So, das nehme ich jetzt gleich wieder weg, nur damit Sie mal sehen. Wir treiben ja keine Kaffeesatzleserei, sondern das ist richtig. Drei-Körper-Problem, Himmelsmechanik, 18. bis 19. Jahrhundert. Nicht sowas muss man dann lösen, um sozusagen die relative Bewegung vom Mond bezüglich auf die Erde und von beiden zusammen in Bezug auf die Sonne zu lösen. Und dann kann man halt Mondfinsternisse vorhersagen, dann kann man sagen, wann der Monat anfängt, also wann Neumond ist, etc., etc. Und zum guten Ende können Sie noch was ganz anderes machen. Sie können nämlich Raumfahrt treiben. Die Raumfahrt, die 1957 begann, wurde möglich im Rahmen eines Weltbildes, was bereits Aristarch von Samos im 4. vorchristlichen Jahrhundert formuliert hat, was aus religiösen Gründen unterdrückt worden ist, was Kopernikus und Newton wiederentdeckt haben, nämlich das Heliozentrische. Oder Newton hat dann gesagt, die Sonne ist auch nicht das Zentrum, der Weltraum ist erfüllt mit vielen, vielen Sternen. Und er hat das Gesetz der Schwere und die Bewegungsgleichung formuliert. Das heißt, und er hat noch gesagt, wie man eine Rakete im sogenannten luftleeren Raum antreiben kann. Ja? Rückstoßprinzip. Steht alles 687 in den mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie. Das heißt, das ist das Primat der Theorie. Es wird immer so gesagt, hier müssen wir relevante Dinge tun, nicht hier praxisorientiert. Ja, dann machen Sie mal, dann landen Sie aber in irgendeiner Sackgasse und zum Schluss weiß keiner mehr außer Fummeln, wie es geht. Die Theorie entscheidet darüber, was möglich ist. Kein Airbus und keine Ariane fliegt ohne mathematische Formel. Der Airbus 380 sogar zuerst am Computer und dann in der Realität. Das ist das machtvolle Instrument der Mathematik und der Naturgesetze. Alles Newton. Für den Airbus brauchen Sie keine Relativitätstheorie. Newton war der Meinung, dass der Raum eine euklidische Geometrie trägt. Die sieht man zwar nicht, aber man kann sie sich sichtbar machen, indem man halt wie die Landvermesser auf der Erde oder auf ihren Karten so katasterförmig ein Koordinatennetz einführt oder ein Koordinatennetz einführt, um dann Kataster zu erstellen. Und die laufen dann alle parallel, diese Linien, und die Winkelsumme im Dreieck ist 180 Grad und Licht läuft von zwei verschiedenen Taschenlampen aus ausgesendet, ewig und drei Tage parallel. Und dann kommt ein Mann wie Einstein, der sagt, das stimmt alles nicht. Das Licht läuft krumm, kommen wir gleich zu. Newton hat sich auch bereits beschäftigt mit diesem Drei-Körper-Problem. Hier die Sonne, da der Mond und dann die Erde. Es gibt dieses schöne Bild in den mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie, gehe ich nicht weiter darauf ein, wollte es Ihnen nur zeigen. Das ist alles sehr, sehr früh schon bedacht worden. Und der Newton hat etwas identifiziert, was man so als eine Liebesbeziehung zu dritt bezeichnen kann. Auf den ist da auch in Französisch, Ménage à trois. Das verbindende Glied ist die Schwerkraft. Und Newton hat bereits festgestellt, das wird heikel. Wenn man nämlich einfach den Mond beschreibt auf seiner Bahn um die Erde, dann wird man vielen Dingen, die die Beobachter bereits rausgefunden hatten, nicht gerecht. Die Sonne wirkt. Sie bewirkt periodische Störungen in ekliptikaler Länge. Ekliptikaler Länge, kein Grund zur Sorge, ist einfach die
Bezeichnung, wo befindet sich der Mond auf seiner Bahn, auf seiner elliptischen Bahn. Nicht? Und genauso wie Sie auf der Erde die Position eines Flugzeuges angeben mit geografischer Breite und geografischer Länge, so geben Sie die Position des Mondes dann an mit ekliptikaler Länge oder ekliptikaler Breite. Das muss man ausrechnen. Und dann hat die Sonne Auswirkungen auf die Bahnform und auf die Lage der Bahnebene. Und je nach Stellung des Mondes zur Sonne wirkt die radial zur Sonne oder tangential zur Mondbahn oder auch radial von der Sonne weg. Oder aber die Sonne versucht sogar den Mond, die Mondbahnebene zu kippen. Ja, das ist ja nun wirklich destruktiv. Aber diese vier Einflüsse, die müssen Sie jetzt rechnerisch irgendwie unter Kontrolle bekommen. Und damit fängt das Ganze an, sehr schwierig zu werden. Ich zeige Ihnen nur mal so, wie man verstehen kann. Hier steht der Mond, dann wirkt die Sonne, die Schwerkraft der Sonne in diese Richtung. Der Mond bewegt sich weiter, dann wirkt die Schwerkraft der Sonne auf die Sonne zugerichtet, aber natürlich tangential zur Bahn. Wenn man sich diese Gravitationskräfte genauer anguckt, dann stellt man fest, auf der Vollmondseite, also wenn der Mond auf der Erd- und Sonnenabgewandten Seite sieht, dann wirkt diese Kraft sogar etwas radial nach außen. So, das müssen Sie jetzt alles einbauen. Und dann müssen Sie halt Himmelsmechanik betreiben. So, die radiale Störkraft, ich sage es nur Beispiel, bewirkt, dass die Exzentrizität der Mondbahn, also die Elliptizität, schwankt. Das führt zu etwas, was die Astronomen schon kannten, bevor der Newton die Erklärungsversuche gemacht hat. Das nannte man Evektion. Also da sehen Sie, die Störkraft des Mondes in radialer Richtung ändert die Exzentrizität. Dann versucht diese Sonne, die Mondbahn zu kippen. Ja? Und zwar mit einer Kraft, die senkrecht auf der Mondbahn wirkt. Aber Sie wissen ja, was passiert. Gehen Sie mal oder stellen Sie sich vor, Sie rotieren oder gehen Sie mal in Ihr Spielzimmer oder das Ihrer Enkel und dann finden Sie vielleicht noch, wenn die sowas noch haben und nicht mit anderen komischen Dingen sich beschäftigen, Brummkreisel, ne? So Kreisel. Fand ich früher als Kind eines der eindrucksvollsten Spielzeuge. Der rotiert dann, der Kreisel, und dann versucht man, den Kreisel sozusagen zum Kippen zu bringen. Der Kreisel kippt aber nicht. Ne? Das wissen vielleicht noch die Älteren. Das waren diese Dinger, die konnte man so aufpumpen mit so einer Spirale. Ne? Wunderschönes Spielzeug. Und wenn Sie sich daran erinnern, der kippte dann zur Seite. Er präzidierte. Und genau das macht die Mondbahn auch. Wo ist die Rotation? Die Rotation liegt in der Bahnbewegung des Mondes, und wir Physiker ordnen dann dieser Bahnbewegung einen Drehimpuls zu, und da wir eben auch es lieben zu zeichnen, zeichnen wir das meistens als eine Senkrechte auf der Bahnebene mit einem Pfeilchen dran, und das nennen wir dann Bahndrehimpuls, und das ist sozusagen unser Spielzeug dann im dritten Semester. Ne? Dann lassen wir halt solche Bahnebenen präzidieren, und das passiert auch beim Mond, aber das hat Konsequenzen, weil dann diese Schnittlinie anfängt zu wandern. Die Knotenlinie wandert, ja, in 18,6 Jahren einmal rundherum, macht die Sonne. So. Es kommt auch zu einer Drehung der langen Achse, also der Ellipse, in Richtung der großen Halbachse. Diese Achse, die sogenannte Apsidenlinie nennen das die Himmelsmechaniker, die fängt auch an zu wandern. Sie sehen, alles fängt an, sich zu bewegen. Ja, und das geht schon, habe ich gesagt. Die Apsidenlinie wandert mit einer Periode von knapp 9 Jahren. Die Knotenlinie dreht sich nach Westen mit 19 Jahren. So, das können wir jetzt natürlich ganz quantitativ machen, ne? Also nur damit Sie den Eindruck kriegen und den Respekt vor den Himmelsmechanikern. Die können das jetzt alles ausrechnen, die Amplitude dieser periodischen Schwankung. Denn das ist natürlich zunächst mal periodisch, weil der Mond bewegt sich ja immer eierförmig um die Erde herum. Und dann steht er immer wieder in ähnlicher Richtung zur Sonne. Also sind das periodische Störungen mit bestimmten Amplituden. Das kann man alles beobachten, vorausberechnen. Hoher Respekt vor der Himmelsmechanik. Alles ist in Bewegung. Hier nochmal, die Drehung der Apsidenlinie führt zu so etwas wie einer Rosettenbewegung, der Mondbewegung um den Planeten Erde. Und hier dreht sich die Knotenlinie und so weiter. Dann kommt es zu einer Wechselwirkung von Erde und Mond. Auch das hat Newton bereits sich überlegt, weil es sich ja nicht hier so um kleine Massenpunkte handelt, sondern die Erde ist groß. Der Mond ist zwar fern, aber er ist auch ein bisschen kleiner, aber auch groß. Und wie beeinflussen sich eigentlich ausgedehnte Körper mit ihrer Schwerkraft untereinander? Da kam ihm zu Hilfe ein Kollege, Edmund Halley, der fast zeitgleich und nahezu unabhängig, ich gehe auf die Historie nicht ein, nahezu unabhängig von Newton das Gesetz der Schwere formuliert hat. Und der Halley war einer der Himmelsmechaniker der ersten Stunde. Der berühmte Halley'sche Komet ist nach diesem Mann benannt, weil man kannte ein periodisches Objekt, was so alle 80 Jahre wiederkam. Und der Halley hat gesagt, wenn der Kollege Newton recht hat, dann muss es möglich sein, die Wiederkehr dieses periodisch
Kometen vorherzuberechnen. Und er hat es vorherberechnet. Und es kam der Tag, er nahte. Und alle fragten sich, wann wird er sichtbar? Sehen wir ihn? Und man sah ihn. Es war ein Triumph der mathematischen Himmelsmechanik, die Prognose des dann später von ihm, nach ihm genannten hellischen Kometen. Dann hat der Halley angefangen, nicht, da kann man auch wieder sagen, die sollen mal was Vernünftiges machen. Ne? Der hat dann angefangen, antike Sonnenfinsternisse nachzurechnen. Ja? Ist ja auch ein Sport. Ne? Da sagen die am Babylonier, am 16. April 136 vor Christus gab es bei uns eine Sonnenfinsternis. Hat der Halley sich hingesetzt, hat gesagt, ne? Zweifel ist der Anfang aller Wissenschaft. Wollen wir mal gucken, ob das stimmt, ja? Ob das richtig dokumentiert ist, ob die das richtig aufgeschrieben haben oder ob da aus religiösen Gründen irgendwas wieder hingefaselt worden ist. Und er hat nachgerechnet und gesagt, da gab es eine Sonnenfinsternis. Die konnten die gar nicht sehen. Das haben die Leute gesehen, die vielleicht auf Mallorca Urlaub gemacht haben oder dort gewohnt oder gelebt haben. Ja? Die war in Mitteleuropa sichtbar, aber nicht in Babylon. Hat der Halley gesagt, naja, vielleicht haben die ja doch recht und haben eine Sonnenfinsternis gesehen. Und hat sich eine Frage gestellt, und so läuft übrigens theoretische Physik bis auf den heutigen Tag. Man findet eine Diskrepanz und man sagt sich, was müsste ich denn an meinen Überlegungen und Argumenten ändern, um sozusagen den Tatsachen der Beobachtung gerecht werden? Da sagen manche, das ist Fantasterei. Nein, das ist keine Fantasterei, solange ich die Poppersche Strategie anwende. Du machst eine Theorie, du entwirfst eine Hypothese, aber du musst sie versuchen zu falsifizieren oder zu verifizieren. Also hat der Halley sich hingesetzt und hat gesagt, ja, das kann man ganz einfach erklären. Ne? Die Erdrotation ist halt keine Konstante, sondern die Erdrotation, die Tageslänge nimmt ab. Und wenn man das in Rechnung stellt, dann kann man verstehen, warum, wenn ich mit der heutigen Erdrotation rechne, dass ich dann irgendwie zu Diskrepanzen komme, zu dem, was mir berichtet wird aus alten Dokumenten, wo die Sonnenfinsternis wirklich beobachtet worden ist. Das hängt zusammen, wie schon gesagt, nur nochmal zur Erinnerung, mit der Geschichte, dass die Erde keine Kugel ist. Sie ist sowieso ein sehr merkwürdiges Objekt, aber in erster Näherung kann man sagen, es ist eine Kugel. Man hat viele Dellen, aber etwas schematisch gesagt, sie hat einen Gezeitenwulst, und zwar in beide Richtungen, zum Mond hin und dann auf der mondabgewandten Seite. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn die Erde rotiert, dann ist sie wie in einer Rotation unter zwei Bremsbacken befangen. Und das hat sich der Halley überlegt und hat festgestellt, naja, der Mond steht hier, theoretisch würde dieser Gezeitenwulst in Richtung direkt zum Mond zeigen, denn dort wirkt die Schwerkraft. Aber die Schwerkraft der Erde, aber insbesondere die Rotation der Erde und diese Reibung zwischen dem Gezeitenwulst, machen das hier jetzt ganz idealisiert. Es gibt eine feste Erde und dann so eine gleichförmige Fluidbedeckung, Wasserbedeckung der Erde. Aber keine Angst, das kann man alles ganz sorgfältig heute machen. Ganz, ganz sorgfältig. Ja? Ich mache es nur für Sie einfach. Die feste Erde nimmt einen Teil, nimmt diesen Zeitenwulst weg und dreht ihn aus der direkten Verbindung zum Mond raus. Deshalb wirkt eine Kraft in diese Richtung und versucht, die Erdrotation oder den Drehimpuls der Erde abzubremsen. Nun ist es so, dass dieser Drehimpuls der Erde, den kann man nicht irgendwo verschwinden lassen. Es gibt in der Physik einen wichtigen Erhaltungssatz. Sie müssen, da es sich hier um eine Liebschaft zwischen Mond und Erde handelt, müssen Sie sozusagen Mond und Erde zusammen behandeln. Und dann gilt ein Energieerhaltungssatz, dann gilt ein Erhaltungssatz für die involvierten Bahn- und Eigendrehimpulse. Das muss man schön auf ein Blatt Papier schreiben. Und dann kann man halt verstehen, warum es tatsächlich dazu kommen kann, dass der Eigendrehimpuls der Erde abnimmt. Das heißt, die Erde rotiert langsamer und das heißt, die Tage werden länger. So, und das kann man heute modellmäßig rechnen. Also wir sind heute hier, der Tag hat 24 Stunden und in einer fernen, fernen Vergangenheit, also vor 2 oder 3 Milliarden Jahren, war die Tageslänge etwa bei 18 Stunden und dann hat das natürlich auch Konsequenz für die Anzahl der Tage pro Jahr. Die Tage werden länger, die Anzahl der Tage pro Jahr nimmt ab und der Spin der Erde nimmt auch ab. Das heißt, die Rotation der Erde verlangsamt sich und wenn man das weiter sich auf dem Blatt ausschreibt, dann stellt man fest, es kommt zu einer Vergrößerung des Bahnradius des Mondes. Das heißt, der Mond entfernt sich von der Erde aufgrund der Tatsache, dass die Erde unter der Reibung dieser Gezeitenberge ihre Eigenrotation runtersetzt und aufgrund der Erhaltungssätze muss das dann zu einer Zunahme des Bahndrehimpulses des Mondes führen. Und deshalb vergrößert sich der Abstand zum Mond. 3,8 cm pro Jahr.
Wenn das wahr wäre für alle Zeiten, dann wäre das Alter des Mondes etwa 2 Milliarden Jahre, dann würde er auf der Erdoberfläche sitzen. Also kann man daraus sofort schließen, wenn man glaubt, dass der Mond in der Frühzeit entstanden ist, dass diese Gezeitenreibung unterschiedlich gewesen ist und damit auch die Abstandsvergrößerung der Erde vom Mond. Das kann man heute mit vielen, vielen guten und feinen Modellen natürlich am Computer wunderschön modellieren. Ich mache das jetzt ein bisschen kürzer. Man kann das dann wieder mit Ergebnissen der Paläoklimatologie und Paläobiologie konfrontieren, wie man die Tageslänge aus den Ringen bei Korallen und anderen Dingen herausdestillieren kann und kommt dazu, dass das eine vernünftige Annahme ist. Die Tageslänge war früher kürzer, weil die Erde schneller rotierte und die Rotation der Erde hat abgenommen. Und das, was der Spin, der Eigendrehimpuls der Erde verliert, das wandert in den Bahndrehimpuls des Mondes und das hat Auswirkungen auf seine Bahn im Hinblick auf die Vergrößerung. So, das war eigentlich so der Kenntnisstandpunkt Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann kam Einstein und hat eine neue Sicht auf die Gravitationstheorie, auf die Schwerkraft geworfen. Bei Newton war das eine euklidische Geometrie, die im Raum wirkte die Schwerkraft, die war immer attraktiv, alles zieht sich an und die Kraft, die Schwerkraft wirkt instantan. Das hat Newton am meisten Unruhe verschafft, weil er gefragt hat, wie kann es sein, wenn ich in einem Gedankenexperiment hier, sagen wir, die Masse verdopple, dann weiß am Anfang, am Rande der Welt ein anderer Körper, da hat einer die Masse verdoppelt, weil die Schwerkraft momentan, instantan, augenblicklich, ohne endliche Übertragungsgeschwindigkeit von einem Ort zum anderen kommt. Aber Newton hat gesagt, okay, das ist rätselhaft, da muss man nochmal drüber nachdenken. Aber ich, Newton, habe keine Ahnung und Hypothesen erfinde ich nicht. Berühmtes Zitat von Sir Isaac Newton. Der das gemacht hat, war Albert Einstein, hat gesagt, das ist auch ganz anders, als der Newton geglaubt hat. Der Raum hat eine nicht-euklidische Geometrie, er ist gekrümmt und jede Form von Masse oder Energie kann die Raumgeometrie deformieren. Hier im Vergleich diese beiden Bilder. Dann hat Einstein gesagt, naja, aber lokal ist der Raum eigentlich immer so, wie die euklidische Geometrie einem sagt. Man kann auch die Gravitation, wenn sie da ist, durch geeignete Bewegung zum Verschwinden bringen für bestimmte Situationen. Also Sie können folgendes Experiment, Gedankenexperiment machen. Ja. Gehen Sie in ein Hochhaus, setzen Sie sich in den Fahrstuhl, lassen Sie den Fahrstuhl fahren nach unten und stellen Sie sich vor, irgendein Bösewicht oder Sie selbst, weil Sie endlich mal wissen wollen, wie Schwerelosigkeit sich anfühlt, es kappt einer das Seil. Wenn einer das Seil kappt und der Fahrstuhl fällt im freien Fall, spüren Sie die Schwerkraft nicht. Bis Sie am Boden sind, dann spüren Sie was anderes. Aber in der Fallbewegung spüren Sie das nicht. Sie können also lokal die Gravitation wegbringen. Versuchen Sie das mal mit elektrischen Kräften. Na ja, gut, man kann einen faradayschen Käfig bauen. Aber sowas Artifizielles wollte ich nicht. Das heißt, Sie können das heute auch vormachen. Nicht? Kann man gegen Geld oder mit guten Beziehungen bei DLR und ESA sich auch einschleichen. Dann kann man so Parabelflüge machen. Und dann spürt man in diesem oberen Teil dieser Parabel im ballistischen Abschnitt auch die Schwerkraft nicht. Das hat auch der große Kosmologe und Kollege Stephen Hawking noch erfahren dürfen. Also lokal kann die Gravitation wegtransformiert werden. Und jetzt kommt eine Überlegung. Dazu muss man eben das sein, was man so normalerweise Genie nennt. Oder nein, Sie müssen das sehen, was alle sehen und auf eine Idee kommen, auf die noch keiner gekommen ist. Ne? Einstein, der hat gesagt, ja, wenn ich hier lokal, zum Beispiel in Raumschiffen, im freien Fall die Gravitation zum Verschwinden bringen kann, also wenn Sie das nächste Mal irgendeinen Nachfolger von Alexander Gerst rumschweben sehen in dieser ISS, dann denken Sie doch mal daran, die ISS, ja, die wird von der Erde angezogen. Warum konnte sich Alexander Gerst da wie so ein frei schwebendes Objekt bewegen? Was ist da? Da ist doch die Schwerkraft. Die Raumstation wird doch angezogen. Nein, sie wird angezogen und gleichzeitig fällt sie um die Erde herum. Und darum ist die Schwerkraft nicht da. Und da hat der Einstein gesagt, das ist doch genial. Das ist ja genauso wie, wenn ich eine Fläche habe, da kann ich lokal auch immer Landvermessung treiben mit euklidischer Geometrie. Im Stadtgebiet von Köln können Sie Landvermessung mit euklidischer Geometrie treiben. Wenn Sie aber Geodäsie machen wollen, Köln, Reykjavik, Moskau, also ein großes Dreieck, ja, dann gelten da schon etwas andere Gesetze. Und der Einstein hat gesagt, so ist es. Und so ist es im Raum und das meine ich mit Krümmung. Und die Krümmung wird hervorgerufen durch die Energiedichte von allen Formen von Materie, kann man sagen. Und warum merke ich davon nichts? Ja? Warum krümme ich um mich herum nicht den Raum? Warum muss man so subtile Experimente machen? Ja, das zeigt Ihnen sofort dieser Faktor hier vor.
Das ist eine 1 dividiert durch eine 1 mit 43 Nullen. Ja, das ist ein Milliardstel, 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 Milliardstel oder was weiß ich. Ganz, ganz klein. Das heißt, im Umkehrschluss, wir müssen eine enorme Konzentration von Masse und Energie. Am besten eine Sonnenmasse hier in den Hörsaal. Und dann kriegen Sie im Foyer vielleicht ein paar Effekte der Relativitätstheorie. Jetzt sehen Sie, was für einen Aufwand das bedeutet für die Kollegen der Experimentalphysik und Technik, diese Effekte herauszukitzeln. Ja, zum Beispiel jetzt im Erde-Mond-Sonne-System. Die Geometrie im Außenraum von Erde und vom Mond und dann natürlich in der Umgebung der Sonne, worin sich Erde und Mond bewegen, die ist jetzt deformiert. Und jetzt müssen Sie irgendwo verifizieren, dass diese Effekte, die die Relativitätstheorie voraussagt, aufgrund der Krümmung der Raumzeitgeometrie, dass Sie die auch messen. Ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Eins hat man genannt, die Sonnenfinsternis, da gehe ich jetzt auch mal ganz kurz drüber weg, damit wir einigermaßen in der Zeit bleiben. Und dann kann man sagen, ich gucke mir nicht an, wie sich Licht bewegt, indem ich auf die nächste Sonnenfinsternis warte, so wie man das hier gemacht hat. Denn die Vorherberechnung von Einstein sagte, wenn Licht an der Sonne vorbeistreikt, dann wird die Richtung etwas abgeändert und der Stern ist an einer anderen Position, als ich ihn vor einem halben Jahr beobachtet habe, als nicht die Sonne zwischen der Erde und dem Stern stand. Sehen, diese Beobachtung muss man machen, 6 Monate in Distanz. Einmal, als die Sonnenfinsternis da war und dann muss man 6 Monate später wieder an den gleichen Ort fahren und sich dann den Nachthimmel angucken und dann muss man sich die Platten einstecken. Das war 1919, da hatten die Astronomen noch keine CCD-Frames und all das, was man heute hat. Da hatte man Fotoplatten. Und Sie können sich ja vorstellen, eine Fotoplatte muss kalibriert werden am Objekt, am Fernrohr. Dann muss man das nach Hause transportieren, ne? Damals nicht mit dem Airbus, sondern mit dem Schiff. Ja? Und dann bringt man das in das Labor und dann müssen Sie halt Winkel nachweisen in der Größenordnung so von Bogensekunden. Ja? Kann ich nur sagen, Chapeau. Das ist beobachtende Astronomie, wenn man sowas kann. Sorgfalt und Genauigkeit. Und ich zeige Ihnen auch den Mann, der das gemacht hat. Das war Sir Arthur Eddington, hier Arthur Eddington mit Einstein in Cambridge. Das war der Astronom, der diese Beobachtung gemacht hatte an 2 verschiedenen Orten. Die theoretische Vorhersage war 1,74 Bogensekunden, gemessen wurde 1,98 und 1,61, also für alle praktischen Zwecke und Beurteilungen. Es war die Bestätigung. Einstein wurde berühmt und bekannt. So, dann hat man ab 1969 die Möglichkeit, jetzt aktiv und nicht auf Sonnenfinsternisse zu warten, aktiv solche Laufzeitmessungen oder Richtungsmessungen, aber hier mehr Laufzeitmessungen zu machen mit dem Mond. Apollo 11 brachte bereits den ersten Reflektor an den Rand des Mare Tranquillitatis. Später brachten andere Apollo-Missionen ähnliche Reflektoren und es war halt der... Auch eine russische Raumsonde brachte einen Reflektor, sogar 2, aber von dieser L1 konnte man die genaue Position nicht finden, denn eins kann ich Ihnen ja jetzt schon verraten. Wenn Sie Abstandsmessungen machen wollen, indem Sie da Licht drauf schicken und das reflektierte Licht dann auffangen, dann müssen Sie genau wissen, wo Ihr Reflektor steht, ne? Wie hoch der über der Mondoberfläche ist. Am besten wollen Sie noch wissen, ist der Mond wirklich eine Kugel oder was muss ich da eigentlich an Korrekturen anbringen vom Mittelpunkt, ja? Großer Aufwand, großer Aufwand. Die Viertelstunde, die mir noch bleibt, kann das gar nicht zeitlich richtig würdigen. So, also hier Apollo 11, Apollo 14, Apollo 15 und dann Luna 17 und Luna 21. Eigentlich hat das nur überlebt, weil man da genau den Positionen auch kannte. Und dann gab es Bodenstationen auf Hawaii, McDonald Observatory in Texas, dann in der Provence, in Grasse gab es ein Observatorium. Hier in Deutschland hat sich Wetzel daran beteiligt, die Geodätische Institut. Und dann hier in Matera in Süditalien gab es auch noch einen Ort, wo man dann regelmäßig seit 1969 Laserstrahlen zum Mond geschickt hatte. Was passiert? Der Laserstrahl kommt an. Diese Reflektoren bestehen aus solchen Prismen. Da wird der Strahl reflektiert und geht dann halt wieder zurück. Ne? Ganz einfach. So, das ist ein Laserimpuls. Die Leistung, ein Laser-Pulsecho-Verfahren, die Leistung beträgt von einem Puls 1 Milliarde Watt. 1 Milliarde Watt. Wenn man das umrechnet, diese Pulse haben etwa einen Durchmesser, das entspricht immer dem Objektivdurchmesser des Teleskops, wo man das rausschickt. Also bei McDonald Observatory waren das 3,5 Meter. Die Breite oder die Dicke von dem Laserpuls war 6 Zentimeter und der Puls war etwa ein Tausendstel oder sagen wir eine Nanosekunde. Machen wir es mal großzügig, eine Nanosekunde lang und der Laserblitz lief zum Mond und wurde dort reflektiert und wieder zurück. Und es war so, dass dem etwa eine gewaltige Menge von Lichtteilchen 1 mit 19 Nullen entsprach, aber
Nur jedes 30-millionste Photönchen, ja, kam wieder zur Erde zurück. Außerdem, dieser 3,5 Zentimeter Laserbeam, der weitete sich natürlich doch ein bisschen auf am Mond, sodass eben dieser Reflektor doch sehr ausgedünnt bestrahlt wurde. Und auf der Erdoberfläche kam dann dieser reflektierte Beam wieder zurück und hatte einen Durchmesser von mindestens 15 Kilometer. Ja? Da hatte man dann noch so ein paar Photönchen drin. Ne? Aber die Astronomen können mit Photonen was anfangen. Ja? Das ist schon, wenn sie in ein Observatorium gehen und in Chile und sie hören, da hat mir ein Kollege mal erzählt, und sie gucken sich ein ganz weit entferntes Objekt an, ja? Dann kann man natürlich das einfach alles so aufsummieren, aber man kann das auch akustisch sich vergegenwärtigen. Und dann sitzt man am Teleskop, Bildschirm mit Lautsprecher heute natürlich, oder macht es Klick, wie ein Photon. Und dann, wenn man lange genug wartet, kann man hoffen, dass man halt ein Bild machen kann. Ja? So müssen Sie sich das vorstellen. Also was benutzt wird, ganz handfest, Neodym-dotierter Yttrium-Aluminium-Granatlaser bei einer Wellenlänge von 532 Nanometer. Darum sehen diese Bilder, wenn Sie sich da angucken, auf den Websites, sag ich mal, ein bisschen grünlich aus. So, seit etwa den 90er Jahren wird dieses gemacht nicht mehr vom McDonald Observatory, sondern vom Apache Point Observatory, auch in den USA, mit weit, weit verbesserter Genauigkeit. Seitdem kann man den Abstand von Erde und Mond auf Millimeter genau messen. Ja? Millimeter genau. Ja? Da machen wir gleich wieder einen Kniefall vor den Kollegen der Experimentalphysik. Ne? Was man macht, ist ganz einfach. Man misst die Zeit, das Tau ist hier einfach die Differenz von Empfangszeit und Sendezeit. Ja? Und das nehmen Sie mit der Lichtgeschwindigkeit mal und dann mit einem Faktor 0,5 und dann haben Sie die Entfernung von der Erde zum Mond. Das reicht für alle Küchenphysik und Erstsemestervorlesung. Ja. Aber das Licht erleidet ja Dinge unterwegs, in der Atmosphäre, im gekrümmten Raum. Dann bewegt sich alles. Ah, es bewegt sich alles. Interessant. Jetzt kommt der Einhakpunkt zur Bewegung des Mondes und zum Abstand. Sie wissen ja, der Mond bewegt sich auf einer elliptischen Bahn. Das heißt, wenn ich diese ganze Distanz, die ich aus einer Laufzeitmessung multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit bekomme, da muss ich jetzt die Bewegung des Mondes drin unterbringen. Das heißt, ich muss diese gesamten Bewegungsgleichungen, von denen Sie einen harmlosen Ausschnitt gesehen haben, die muss ich lösen, um auf die Weise die Effekte rauszukitzeln. Gucken wir uns das an. Also erstmal so. Sonne, Mond, Erde. Alles hat Abstand. Hier ist der Reflektor auf der Oberfläche rausgedreht. Und jetzt braucht man die geozentrische Bewegungsgleichung des Mondes unter dem Einfluss der Erdgravitation, der Sonnengravitation und all diesen Störungen, in Anführungsstrichen, relativistischen Effekten. Das müssen Sie lösen. Dann können Sie die Distanz Sender-Empfänger wirklich ausrechnen. Und dann können Sie aus der Distanz und der Distanzveränderung versuchen, die relativistischen Effekte herauszukitzeln. Also man muss die Bewegungsgleichung der allgemeinen Relativitätstheorie nehmen. Also das ist so, das wirkt jetzt so auf viele von Ihnen, wie auf mich die Partitur einer Mozart-Sinfonie wirkt. Weil ich spiele auch kein Instrument und da bin ich immer ergriffen und erbaut und finde das fantastisch, diese Piktogramme in Form von Noten auf DIN A4 oder größerem Papier. Ne? Und so ist das hier auch, nur ist das keine, naja, also ich habe einen Kollegen von mir, der sagt, das ist halt mathematische Musik. Also das, was Sie hier sehen, ist die Partitur der Bewegungsgleichung. Hier stünde das, wenn man nur die Newtonsche Gravitationstheorie kennen würde. Und hier kommen alle diese Effekte rein, die von der Bewegung des Mondes herrühren. Hören Sie mal, haben Sie schon mal in der Schule gehört, dass die Bewegung eines Körpers Einfluss hat auf die Schwerefeldstärke? Nein, weil das Newtonsche Weltbild der Gravitation das nicht vorsieht. Aber in der Relativitätstheorie ist es so, dass die Rotation der Sonne auch ein Gravitationsfeld hervorruft, was formal genauso aussieht wie das Magnetfeld eines magnetischen Dipols. Darum nennt man diese Kraft gravitomagnetische Kraft. Von Lenzer und Tiring 1918 berechnet worden. Das heißt, die Gravitationskraft auf den Mond hängt ab von der Geschwindigkeit der involvierten Körper. Dieses Gleichungssystem haben hingeschrieben Einstein zusammen mit seinen beiden Mitarbeitern Leopold Infeld und Banesh Hoffmann. Einfach so, ne? Das ist so typische theoretische Physik. Ne? Man macht, was man kann und was einem gerade einfällt. Und keiner wusste, dass ab 1969 man diese Gleichung nehmen kann, um damit die Messung
des Abstandes des Mondes mit Hilfe von Lasern auszurechnen. Also hier nochmal etwas einfacher. Sie haben hier den Mond und hier ist die Erde und da schickt man diese Lichtstrahlen hin und her und dann kann man die Distanz ausrechnen und wenn man das halt einige Jahre hintereinander macht, dann kann man auch die zeitliche Änderung der Distanz ausrechnen, wenn man halt weiß, welche Kräfte und Krümmungen und was man alles in Rechnung stellen muss. Da beginnt die Arbeit, richtige Arbeit. Ja, und das sind die Größenordnungen, die man erwarten kann. Die normale Krümmung macht so 1 Zentimeter, die Drehung der Sonne ruft hervor eine 0,3 Millimeter Distanzverschiebung. Die Tatsache, dass die Sonne abgeplattet ist, weil sie rotiert, das macht schon ein 10.000stel Millimeter. Und so sehen Sie, und darauf kommt es jetzt an der Stelle nur an, in der Größenordnung von Millimeter bis maximal Zentimeter liegen die von der Relativitätstheorie vorhergesagten Effekte, die, wenn man halt millimetergenau den Abstand messen kann zwischen dem Texas oder dem Apache Point Observatory und dem Mond, dann kann man die sozusagen aus diesen Abstandsmessungen heraus destillieren. Einfach nochmal zum Überblick, was muss man alles so berücksichtigen? Das Licht läuft im Schwerefeld der Sonne, das heißt, es verliert Energie oder gewinnt Energie, wenn es zurückkommt. Das nennt man Rotverschiebung. Dann gibt es natürlich auch die Ablenkung des Laserstrahls. Es gibt die Lichtlaufzeit, habe ich gerade erwähnt. Es gibt diese Effekte, die aus der Rotation des Sonnenkörpers kommen und einem anderen Effekt, den ich noch zum Abschluss erwähnen will, den sogenannten De Sitter-Fokker-Effekt. Könnte man fast eine Geschäftsidee daraus machen, ne? Altersheim, Seniorenresidenz auf dem Mond. Ne? Sie leben auf dem Mond etwas langsamer. Aber liegt in der Größenordnung von, also im GPS-Satelliten muss man korrigieren, in der Größenordnung von Mikrosekunden oder ein paar Bruchteile von Mikrosekunden pro Tag. Und wenn man halt zum Mond geht, dann wären das vielleicht, naja, weiß ich, 100 Mikrosekunden oder 1000 Mikrosekunden, aber das aufsummiert auf ein Leben. Machen wir lieber eine Forschungsstation, als statt in einer unwirtlichen Umgebung eine Seniorenresidenz. Also ich würde auf den Mond nicht wollen, da fahre ich lieber auf die Kanaren, das sage ich, oder in die Ägäis. Ja? Ja? Darum weiß ich auch nicht, was diese Milliardäre wollen. Wollen sie sich so eine graue Fläche angucken? Da gibt es aber sinnvollere Investitionen auf der Erde. Ja? Und Mond lassen wir mal für die Wissenschaftler, ne? Die können da eine Station machen. So ist das. Ja, das habe ich schon gesagt. Hat man alles nachgemessen mit Cassini, die ganzen relativistischen Effekte. Das möchte ich Ihnen jetzt doch noch zeigen. Das ist jetzt Wissenschaft auf dem Mond. Wieder eines der grandiosesten Experimente, die gemacht worden sind. Ganz einfach. Ausgangspunkt der allgemeinen Relativitätstheorie ist, dass der Sensor für Schwerkraft, also dass ich hier nicht schwebe, hängt damit zusammen und Sie sitzen, dass Sie eine schwere Masse haben. Das hat zunächst mal nichts irgendwie zu tun direkt mit Gewicht auf der Waage, sondern das ist einfach der Sensor für die Schwerkraft, so wie elektrische Ladung der Sensor ist für ein elektrisches Feld. Und dann hat man Trägemasse. Trägemasse ist Widerstand gegen Bewegungsänderung. Also wenn Sie ein A6 anschieben wollen, ja, dann erfordert das mehr Kraft, als wenn Sie so einen kleinen, schicken Golf haben, ne? Weil der halt weniger Masse hat. Das heißt, die Masse, die Trägemasse, ist ein Indikator für die Änderung des Bewegungszustandes, also Anschieben von Kinderwagen, A6 oder Golf. Das hat zunächst mal nichts mit Stoffmenge zu tun, das ist so eine Irreführung in der deutschen Sprache. Es gibt zwei Indikatoren. Es gibt die Gravitationsladung und es gibt die Trägemasse. Beide sind gleich. Daraus folgt etwas, dass nämlich Körper, egal woraus sie bestehen, im Schwerefeld gleich schnell fallen. Computer, das stimmt doch überhaupt nicht, was du da erzählst. Ja? Nimmt ein Blatt Papier und einen Hammer, ne, und sagt, hier, das Blatt Papier schwebt zur Erde, der Hammer ist schon längst da. Kann nicht stimmen. Gut, die Physiker wussten sich natürlich zu helfen. Ne? Man kann ein Vakuum kann man bauen, man weiß ja, das Schweben kommt dadurch zustande, dass man was in der Luft fallen lässt. Und dann hat man gesagt, um sozusagen allen Leuten, die es ja gibt, ne? Bis auf den heutigen Tag, gibt es Leute, die Gefallen daran finden, das Gegenteil zu behaupten von dem, was faktisch der Fall ist. Ne? Man nennt das in dieser neuen Formulierung heute Fake News. Ja? So, an der Tatsache, dass unterschiedliche Körper gleich schnell fallen, können Sie spätestens seit dem August 1971 nicht mehr zweifeln. Der Commander David Scott hat das Experiment gemacht, was Sie auf einer dieser NASA-Webseiten angucken können. Der hat einen Hammer genommen, 1,3 Kilo, und eine Feder, 0,03 Kilo, und hat sie fallen lassen. Und Sie können in dem Film sehen, die fallen gleich schnell. Der Mond hat keine Atmosphäre.
Ja, damit ist das Äquivalenzprinzip eigentlich demonstriert. Nun, Physiker möchten das halt noch genauer haben. Am besten wollen sie wissen, ist das Verhältnis von der trägen Masse zur schweren Masse gleich 1 oder ist es gleich 1, Punkt. 0,0000000000000354. Das ist eine Messgenauigkeit, die man braucht, um heute alternative Theorien zur Vereinigung von Relativitäts- und Gravitationstheorie zu testen oder auszuschließen. Gucken Sie sich das mal an. Das ist ein wunderschönes, ist auch ein bisschen besser aufbereitet. Es gibt verschiedene Versionen auch auf YouTube mit Bildverarbeitung. Ja, da kommen dann wieder die ersten, ja, Bildverarbeitung, das stimmt alles überhaupt nicht. Ne? Aber man kann das natürlich auch im Labor machen. Ne? Nehmen Sie irgendwie eine evakuierte Glaskuppel, Glaszylinder und machen dieses Experiment. Ja? So, das war Wissenschaft auf dem Mond. Apollo 15. Sie erinnern sich, letzte Woche, Frau Wehrt hat gesagt, Apollo 15, da waren diese Schlingel an Bord, ja, die so 100 Briefumschläge frankiert mitgenommen hatten, um die dann später als Sammlerobjekte zu verkaufen. Ne? War Apollo 15. Ja. Die durften nie wieder fliegen. Ja, jetzt ist die Frage, was hat das mit unserem Thema zu tun? Da hat ein Herr Nordfeldt 1968 den Vorschlag gemacht, lass uns doch mal testen, ob Erde und Mond von der Sonne gleich angezogen werden. Also jetzt nicht Hammer und Feder, sondern jetzt Erde und Mond. Und das ist ja ein Unterschied. Ne? Die Erde hat eine andere chemische Zusammensetzung als der Mond und hat auch eine andere Gestalt. Wollen wir mal gucken, ob die beiden gleich schnell fallen. Ob das Äquivalenzprinzip, so hieß das bei Einstein, gültig ist. Und Einsteins Theorie ist bestätigt. Man hat das gemacht. 1990 gab es die Publikation, Erde und Mond fallen gleich schnell. Das heißt, auch auf dieser großen Skala ist das Äquivalenzprinzip bestätigt worden. So, das haben wir schon gehabt. Das Perigeum, also der erdnächste Punkt des Mondes bei seinem Weg um die Erde, der wandert. Jetzt noch zum Schluss ein letzter Effekt. Die Erde und der Mond hat ja auch einen Eigendrehimpuls und jetzt sagt die allgemeine Relativitätstheorie, dass die Mondachse ein ganz klein wenig sozusagen präzidieren muss. Genauso wie dieser ominöse Kinderkreisel, den man auch dazu bringen kann, dass er etwas aus seiner Lotrichtung, wenn man ihn antitscht, ausweicht und dann so eine Präzisionsbewegung gemacht. Und der De Sitter-Effekt ist der, du brauchst da gar nichts antitschen, du fährst einfach so ein Objekt, was eine Richtung hat, also so ein Drehimpulsvektor oder Rotation. Rotationsachse, fährst du im gekrümmten Raum rum und dann wird er, nachdem er rumgeführt ist, eine etwas andere Richtung haben. Das heißt, die Rumführung eines ausgedehnten Stabes in der gekrümmten Raumzeitgeometrie führt dazu, dass dieser Stab am Ende einer geschlossenen Kurve etwas gegen die Ausgangsposition geneigt ist. Das ist der sogenannte De Sitter-Effekt, publiziert 1916, ein Jahr nach der Publikation der allgemeinen Relativitätstheorie. Da hat jeder gesagt, das werden wir nie messen können. Das ist ganz wenig. Ist auch schwierig, aber inzwischen ist es gemessen worden und man hat tatsächlich diesen Effekt gefunden. Das macht 1,9 Bogensekunden pro Jahrhundert. Ja? Kolala, das muss man erstmal messen, ne? Und können. Ist aber verifiziert, der Effekt. So, das habe ich schon erwähnt, aber ich sage es nochmal, weil es wichtig ist, ein rotierender Körper, also Newton würde sagen, ein rotierender Körper hat das gleiche Gravitationsfeld wie ein nicht rotierender Körper. Hier, wie früher auf den Partytischen der 50er Jahre, der berühmte Igel, ne, stehen hier die Gravitationsfeldvektoren, die Richtung des Schwerefeldes, senkrecht auf der Erdoberfläche. Die Erde rotiert aber, das heißt, die Erde hat ein zusätzliches Gravitationsfeld, was die gleiche formale Struktur hat wie das magnetische Feld und deshalb gravitomagnetisches Feld heißt. Das war das Steckenpferd meines Kollegen Baramashun, als er hier an der Kölner Institut für Theoretische Physik gearbeitet hat. Sie können sich das so vorstellen. Also wenn Sie die Erde haben oder die Sonne und da kreist der Mond rum, dann ist die Erde halt verantwortlich für die Eindellung, das heißt für die Krümmung der Raumgeometrie. Wenn die Erde jetzt rotiert, und das tut sie ja, dann geht natürlich, ist auch anschaulich vollkommen klar, ne? Wenn die Erde rotiert und die Geometrie hat was zu tun mit dieser Energie- und Massekonzentration Erde und die klebt an der Erde, dann wird diese Geometrie mit rumgeschleudert. Ne? Das ist wie so ein Strudel. Das heißt, ganz einfach, wenn der Effekt größer wäre, würden Sie Folgendes machen. Sie würden in die Äquatorebene einen Satelliten setzen oder einfliegen lassen und der würde mit größerer Geschwindigkeit rausfliegen, als er reingeflogen ist, weil er einfach einen Tritt gekriegt hat, ne? Von der Rotation.
Darum nennen die Amerikaner das auch the dragging of inertial frames. Das heißt, wenn Sie da sitzen und meinen, Sie haben ein Bezugssystem und der Rest des Lebens ist hier still und ruhig, ne, dann kommt jemand und macht es unruhig oder versetzt Sie in Bewegung. Das heißt, Sie werden sozusagen mitgezogen von der rotierenden Raumzeitgeometrie. Das nennt man Dragging of Inertial Frames und das ist der sogenannte Lense-Tirring-Effekt. 1918 berechnet, aber erst im frühen, späten 20. Jahrhundert beobachtet. Man hat das auch beobachtet mit einer anderen Raumsonde, Gravity Probe B. Da brauchte man also zum Cross-Check, hat man das mit dem Satelliten dann auch gemacht. Gehe ich jetzt aber nicht näher darauf ein. Auch das ist von der Erfahrung, von Experiment bestätigt. Man weiß auch, dass die Gravitationskonstante, die Gravitationskraft sich nicht ändert. Das lasse ich jetzt mal weg und nur für die Experten komme zum Schluss. Was ist die Quintessenz von diesem sogenannten Lunar Laser Ranging? Das heißt, man misst mit Hilfe von reflektierten Laserimpulsen, die man von der Erde zum Mond sendet, die reflektiert werden auf dem Mond, rechnet man oder überprüft man die Effekte der allgemeinen Relativitätstheorie, indem man die Datenauswertung, eben diese ganze relativistische Dynamik mit ihren Effekten der Raumkrümmung reinbringen muss, um dann zu schauen, gibt es einige, und jetzt werden Sie natürlich sich sofort erinnern, da gibt es natürlich einen ganz gewaltigen Dreckeffekt, ja, in Anführungsstrichen. Das ist die Gezeitenreibung, ne? 3,8 Zentimeter pro Jahr driftet der Mond über einen längeren Zeitraum pro Jahr von uns weg. 3,8 Zentimeter, ja? Das ist etwas mehr, als der afrikanische und der türkische Kontinent auf Europa zukommt, ne? Die Plattentektonik ist in der Größenordnung von Zentimeter pro Jahr, nur damit Sie mal so eine Größenordnung haben. Und aus diesem müssen Sie all diese feinen Daten herausdestillieren und das hat man gemacht und man hat festgestellt, die allgemeine Relativitätstheorie ist in Übereinstimmung mit den Beobachtungen, auch durch dieses Lunar Laser Ranging Verfahren. Ja, und damit darf man weiter in Ruhe und solide, abgesichert Kosmologie treiben, denn lokale Naturgesetze, insbesondere die allgemeine Relativitätstheorie, sind die Grundlage für die physikalische Kosmologie. Das heißt, wir basieren unsere Kosmologie zunächst mal auf einer Theorie, die in der Erfahrung lokal sehr gut abgesichert ist. Ja, was habe ich hier noch zum Ausfasern? Das ist so der Mond, wie man ihn sehen kann. Das ist hier der Mond, wie man ihn mit bloßem Auge sehen kann, also mit einem normalen Feldstecher. Sie haben hier diese Strukturen, Krater übersät und dann die großen Mare. Das ist die Rückseite des Mondes, wäre ein neuer Vortrag. Die Rückseite des Mondes, ich gehe nochmal zurück. Die Rückseite des Mondes sieht ganz anders aus, als das ist die Rückseite des Mondes und das ist die Vorderseite des Mondes. Interessante Frage, ne? Warum ist das so? Aber ist ein neuer Vortrag. Auf der Rückseite des Mondes, also es gibt ja so Dinge, wo man eigentlich fern von ist, andererseits doch nicht. Also mich hat das schon irgendwo, ich will nicht sagen geärgert, aber ich fände das irgendwo schade. Da landen die Chinesen auf der Rückseite des Mondes und man fragt sich, und wo bleibt Europa? Stellen Sie mal die Frage an den Kollegen, der nächste Woche hier kommt, ja? Wo bleibt Europa? Die Chinesen landen auf der Rückseite, ja? Wir sind noch nicht mal vor dem Mond. Hinterm Mond kriegt eine ganz andere Bedeutung in diesen Tagen. Ja, was haben wir noch? Ja, aber auch das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Also ich meine zum Mond, um mit dem Mond Wissenschaft zu machen, so als Forschungsreisender würde ich das ja noch tun. Aber da so zu bleiben, also der Dürrenmatt hat das schon gut formuliert, du sinnlos tote Welt aus Stein, dein Odem bläst mir Kälte ein, zerfressen steigst du still empor, bedeckt vom Übermaß des Lichts, wenn man auf der belichteten Seite ist. Auf der Rückseite ist es möglicherweise dunkel. Ja, aber dagegen dann die deutschen Romantiker, nicht? Caspar David Friedrich und Goethe, aber die sehen sich den Mond ja auch von der Erde an, nicht? Und typisch Goethe, füll es wie das liebe Tal, still mit Nebelglanz, löst meine Seele ganz, befreit, breit es über mein Gefild, lindert deinen Blick wie der Liebsten mild über mein Geschick. Naja, Goethe, wie er leibt und lebt und dichtet. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Das war's.